Schönen guten Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von What's Up an einem Montag. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube News mit Mr. Trashback. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt What's Up. Fangen wir an mit einem Videotipp bzw. einem Serientipp, denn der verrückte Dude The Changeman hat eine Serie geschrieben, die nun in Produktion gegangen ist auf seinem YouTube-Kanal. Zone Tiere nennt sich diese Serie und meine Fresse, die ist ganz schön verrückt. Guten Morgen! Schatze, Sie sind gestern einfach abgehauen. Ich habe hier 12 Stunden auf Sie gewartet. Das ist Kratamus Schatze. Er lebte stets davon, auf kreativen Wege neue Geldquellen zu erschließen. Sieht nicht sehr rein aus, Ihr Kokain. Ich bin Drogenkurier, kein Qualitätsexperte. Ist das auch was für Kinder? Wer im internationalen Zoo-Ranking mitspielen will? Wir sind ein Tierpark. Ruhe! Bei einem Videowettbewerb U-Turn hat er Geld gewonnen, um das Ganze in die Tat umzusetzen. Das hat er jetzt auch. Auf seine ganz spezielle, schöne, verrückte Art. Mit dabei sind übrigens auch bekannte YouTuber wie zum Beispiel Lars von Scenetake TV, Tinnendo, Jody Calusi oder auch Fabian Sigismund. Ich persönlich mag es ja total gerne, wenn Leute Liebe, Leidenschaft und ein bisschen verrückten Geist in Projekte stecken und das Ganze dann tatsächlich auch raushauen und in die Wirklichkeit umsetzen. Deswegen zieht es euch gerne rein. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wie soll es anders sein? Und lasst mir gerne eure Meinung in den Comments da. Und weiter geht es mit einem Portal, mit dem ihr richtig reiche YouTube-Money-Säcke werden könnt, und zwar der Plattform ReachHero. Das Angebot gibt es seit 2014 und inzwischen hat es sich zur größten Placement-Plattform in Deutschland gemausert. ReachHero ist eine Plattform, bei der ihr euch anmelden könnt, um Product Placements zu machen. Wichtig hierbei ist, es geht eben nicht nur um YouTube, sondern auch um Facebook, Twitter und Instagram. Über 9000 angemeldete Influencer hat das Ganze, 6000 davon sind von YouTube und der Rest sind von Twitter, Facebook und Instagram. Außerdem sind noch 1500 Unternehmen mit dabei, die dafür sorgen, dass immer wieder neue Deals reinkommen. Werbedeals gibt es für kleine und große YouTuber. Zudem gibt es verschiedene Formen, wie diese Deals berechnet werden. Es gibt Deals, die bieten eine feste Summe für ein Video. Dann gibt es wieder Deals, wo ihr Summe X pro 1000 Views bekommt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, pro angeklickten Link bzw. geteilten Link bezahlt zu werden. Und es gibt Giveaway-Kampagnen, bei denen ihr Produkte bekommt zum Testen oder zum Posten. Ihr seht, Wege, mit dieser Plattform Geld zu verdienen, gibt es mehrere. Es gibt allerdings auch mehrere Wege, diese Plattform zu nutzen. Neben der Webseite gibt es nur noch eine App, bei der ihr im Prinzip die gleichen Möglichkeiten habt wie auf der Seite, nur eben auf eurem Smartphone ganz gemütlich. Ein bisschen schade ist allerdings, dass es die App derzeit nur für iOS-Geräte gibt, aber sicherlich wird die Android-Version bald nachgeliefert. Seit dem Start im Jahr 2014 hat sich aber eine ganze Menge getan, denn die Seite ist nicht mehr nur dazu da, um YouTube Money Rich zu werden. Ihr könnt nun auch wie bei einem schwarzen Brett Anzeigen ausstellen, wenn ihr mit Leuten zusammenarbeiten wollt. Bedeutet also, wenn ihr zum Beispiel ein Cross-Promo-Video mit jemandem machen wollt, könnt ihr eine Anzeige dort stellen und dann bewerben sich darauf Leute. Kann also gut dabei helfen, neue YouTuber und andere Influencer kennenzulernen. Ich habe da tatsächlich auch schon Leute gesehen, die über 50.000 oder sogar über 100.000 Abos haben. Natürlich sind aber auch viele mit dabei, die etwas kleiner sind, was aber gar kein Problem ist, denn zusammen groß zu werden, ist das Schönste, was es gibt. Für alle Influencer ab 20.000 Abos wird eine Musikbibliothek zur Verfügung gestellt mit über 60.000 Tracks und Effekten. Und wenn man ehrlich ist, als YouTuber kann man sowas immer gebrauchen. Die Anmeldung auf ReachHero ist natürlich kostenlos. Anmelden kann sich jeder, der YouTube, Twitter, Instagram oder Facebook nutzt. Und wenn ihr mehr als nur eine Plattform nutzt, könnt ihr diese natürlich auch eintragen. Nach der Anmeldung hat ReachHero übrigens keine Kontrolle über eure Profile. Sie haben jedoch Leserecht. Sie können also einige Daten von euch auslesen, um diese dann Kunden zu zeigen beispielsweise. Oder auch, um geeignete Placements für euch zu finden und diese automatisch anzubieten. Wer sich für das Angebot von ReachHero interessiert, der findet den Link zur Seite selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Am vergangenen Wochenende war es mal wieder soweit, Loot für die Welt 3 stand an. Dieses Mal wurde das Ganze bei Freaks4U Gaming in Spandau veranstaltet. Spandauer! Was soll das? Und auch dieses Jahr war es eine super coole Aktion und unfassbar viele Chaoten auf einem Haufen haben dafür gesorgt, dass über 3 Tage hinweg für Spannung gesorgt wurde. Es wurde gestreamt, gezockt und Spaß gehabt für den guten Swag und das hat auch dieses Mal wieder richtig gut funktioniert. Mit den Spenden im Stream und den T-Shirt-Verkäufen konnten in diesem Jahr unglaubliche 170.000 Euro gesammelt werden. Das Geld wird gesplittet und geht an 3 verschiedene Organisationen. Zum einen an die Kinderhilfe e.V., dann an 4Pfoten und die Tafeln. Jeder dieser Organisationen kriegt rund 57.000 Euro.
Und das ist einfach mega fett. Ich war auch da und habe die Nacht von Samstag auf Sonntag durchgemacht. Und ich möchte mich nochmal herzlich bei den Veranstaltern bedanken und bei jedem, der zugeguckt hat. Es war mir eine Freude, auch dieses Jahr wieder mit dabei zu sein und mit euch zu rocken, die Nacht durchzumachen und wenig Schlaf zu bekommen. Deswegen vielen herzlichen Dank an alle, die gespendet haben, an alle, die dabei waren. Es war mir eine Ehre, auch dieses Mal für euch wieder wenig zu schlafen. Bereits am 3. Dezember geht es allerdings weiter mit dem nächsten fetten Spendenstream. Und da ist nämlich Friendly Fire 2 angesagt von Gronkh, Pizmeat und ganz vielen anderen grandiosen YouTubern. Schaltet also auch da wieder ein, auch das wird sich lohnen. Es wird super unterhaltsam, super geil. Es wird hoffentlich auch dort viel Geld für den guten Swag gesammelt. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, Leon Marcher und Abo Red haben ein Statement-Video zu den ganzen Anzeigen gemacht, die sie bekommen haben. Und die Aussage war, ja, wir machen halt weiter, weil es kommt so krass gut an. Ich denke, man muss so langsam auch mal einen Schlussstrich ziehen, weil, Digga, keinen Bock in der Knaste fand. Oder was sagst du, Leon? Du willst aufhören mit den 24-Stunden-Videos? Digga, was sollen wir machen? Wir haben schon 3 Anzeigen kassiert. Das eine Video hat fast 300.000 Likes. Das andere Video hat über 1 Million. Das andere fast 2 Millionen Klicks, Digga. Du willst deinen Fans sagen, dass du mit diesen Videos aufhören willst, wegen einer Anzeige? Warte, hast du gerade 300.000 Likes gesagt? 300.000 Likes? Likes, Digga. Und die Fans, die feiern das richtig? Die feiern das heftig, Mann. Red, du darfst nicht aufhören, Digga. Leute, wir machen weiter. Auf jeden Fall, Mann. Ihr Scheiße. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe nichts anderes erwartet. Genau das habe ich mir gedacht. Die Jungs haben anscheinend richtig Bock auf Stress, deswegen würde ich sagen, hey, lass die einfach die eigenen Erfahrungen machen. Irgendwann werden sie höchstwahrscheinlich ziemlich auf die Fresse damit fallen. Ich denke auch, das Ganze wird noch weitergehen, bis der Trend entweder nicht mehr so interessant ist oder bis sie so viel Geld zahlen müssen, so viele Anzeigen haben, dass es wirklich schon schwer kriminell wird oder beziehungsweise sehr schwer zu handeln. Es kann nämlich sein, dass mehrere tausend Euro auf sie zukommen. Und wenn sie immer weiter damit machen, dann wird es irgendwann auch für sie unbezahlbar. Denn ein normal verdienender Mensch kann diese Strafen, die dabei anfallen, kaum zahlen. Beziehungsweise in den meisten Fällen wahrscheinlich gar nicht zahlen. Der wichtigste Punkt hier ist allerdings, dass man das einfach nicht nachmachen sollte. Und das Schöne ist, darauf weisen sie zum Glück auch hin. Und noch einmal zuletzt, macht uns bitte nicht nach, ich weiß. Aber warte mal ganz kurz, macht uns nicht nach, weil wir sind Profis. Wir wissen, was wir machen. Wir sind Profis. Macht das einfach nicht nach. Aber wie ist eure Meinung dazu? Hättet ihr gedacht, dass die Jungs jetzt trotzdem weitermachen? Oder wärt ihr so auf der Meinung gewesen? Nee, die hören jetzt auf jeden Fall auf. Eure Gedanken gerne dazu unten in die Comments. Ich bin sehr gespannt. Jetzt kommen wir aber erstmal wieder zu einem ganz schönen Part. Und zwar dem Kanal der Woche. Hey Leute, bevor es hier mit den After Effects Tutorials weitergeht, habe ich eine Ankündigung für euch. Ab dem 1. Dezember geht der zweite Spendendosenmarathon auf Twitch los. Doch erstmal, was ist überhaupt die Spendendose? Im Juni diesen Jahres haben einige Streamer eine Woche durchgehend für den guten Zweck gestreamt. Zusammengekommen sind in dieser Woche insgesamt 4.000 Euro, die anschließend an die Deutsche Krebshilfe gespendet wurden. Dieses Projekt hat sich in der Woche so weit rumgesprochen, dass sogar YouTuber wie G-Time, Earlyboy oder Commanderkrieger gespendet haben. Nun, diesen Dezember geht der Marathon in die zweite Runde. Dieses Mal sogar einen ganzen Monat. Das eingenommene Geld geht dieses Mal an die Organisation Offroad Kids, die auf der Straße lebenden Kindern eine Zukunft geben. Am Dienstag gibt es das nächste Video, schaltet also auf jeden Fall wieder ein. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr abonnieren und auch auf die Glocke drücken unten. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt und verpasst nichts mehr. Ich habe echt das Gefühl, dass momentan nicht alle meine Videos mitbekommen, obwohl sie das gerne würden. Das ist ein bisschen schade. Deswegen, wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke. Also, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr Lust habt. Und schaltet morgen wieder ein zum nächsten Video. Mit diesen Worten, gehabt euch wohl. Tschüss.